Mit der Weltpremiere von Isle of Dogs wurde die 68. Berlinale eröffnet. Viele Stars kamen über den roten Teppich am Potsdamer Platz. Schauspielerin Natalia Wörner posierte mit ihrem Freund Heiko Maas. Daniel Brühl kam mit seiner Lebensgefährtin Felicitas. Elias Mbarek posierte mit seinem Kollegen Florian David Fitz. Merit Becker zeigte viel nackte Haut und große Tattoos im Dekolleté. Toni Garn kam in einem sexy geschlitzten Kleid und widmete sich auch ihren Fans. Am meisten Aufmerksamkeit hatte aber Hollywood-Star Bill Murray. Er begrüßte seine Fans auf seine ganz eigene Art. Er ging eine große Runde am Potsdamer Platz und schüttelte Hände. Keine Selfies, keine Autogramme. Dann trommelte er zusammen mit japanischen Trommelkünstlern am roten Teppich. Beim Posieren machte Bill Späße, schwankte und tänzelte über den Teppich.